Tanjas Zevtsenko, Deutschland Frust. Das stört an ihren Mitmenschen. Für Tanjas Zevtsenko, 45, waren die letzten Tage das pure Vergnügen. Die Schauspielerin verbrachte einige Zeit mit ihrer Familie in Dubai. Ein kurzer Ausflug, den sie jetzt schon arg vermisst. Nicht nur, weil die Dreifachmama das Leben im Golfstaat so richtig genießen konnte, sondern weil sie zurück in Deutschland schon nach kurzer Zeit genervt von ihren Mitmenschen ist. Ihren Fans schildert sie einen Vorfall, der sich im Blumenladen abspielte, auf Instagram. Ich bin gerade bisschen irritiert. Viele Leute wirken derzeit so griesgrämig und genervt und auch im Dienstleistungsbereich. Ließ Tanjas Zevtsenko ihre FollowerInnen in einer Instagram-Story wissen. Auch eine Erklärung bringt die Ex-Eiskunstläuferin an. Vielleicht bin ich vom Urlaub verwöhnt, da war es einfach ganz anders. So positiv. Erklärt sie ihrer Community, die Autorin wisse zwar, dass hier in Deutschland vieles nicht so einfach ist. Schönreden hilft da nichts. Die angespannte Situation hierzulande würde vielen mit Sicherheit aufs Gemüt schlagen. Gibt sie an, doch für Tanja ist auch klar, wenn wir im Miteinander auch noch so furzig sind, dann machen wir es ja nicht besser, sondern noch deprimierender. Und wer weiß, vielleicht spricht die 45-Jährige mit dieser Ansage ihren FollowerInnen aus der Seele. Da kann ja nichts schiefgehen. Tennisspieler Dominic Thiem, 29, schaffte es am Dienstagnachmittag, 18. April 2023, in die zweite Runde der BMW Open. Unterstützung hatte er dabei von seinem wohl größten Fan, seiner liebsten Lili Paul Roncalli, 24. Der Sportler und die Zirkus Queen hatten Anfang 2021 ihre Beziehung öffentlich gemacht. Mit Bar-Selfies und welchen Auftritten halten sich die beiden allerdings zurück. Dafür hat sich die ehemalige Let's Dance-Gewinnerin jetzt am Rande des Tennisspiels ablichten lassen. Beim Münchner Tennisturnier saß Lilly auf der Tribüne in der dritten Reihe und drückte ihrem Schatz die Daumen. Der freute sich über den liebevollen Support. Es ist sehr schön, wenn sie in der Box sitzt. Wir sehen uns nicht jede Woche, ich muss oft auch ohne sie auskommen. Denn ich bin viel unterwegs, sie hat viel zu tun. Deswegen genießen wir die Zeit, die wir gemeinsam haben, so der Tennisstar. Bereits am Montagabend, 17. April, strahlten die Turteltauben auf dem roten Teppich der Players Night in die Kameras. Am Mittwoch kann das Paar seine gemeinsame Zeit genießen, denn Dominic muss erst am Donnerstag wieder ran. Vielleicht stiehlt Lili Paul Roncalli ihrem Partner dann erneut die Show. Eigentlich wollte der Mark Forster, 40, nach seinem Erfolg als Gewinner-Coach bei The Voice so richtig durchstarten. Doch dann verschiebt er kurzerhand seine große Arena-Tour auf 2024. Über Instagram begründete er seine Entscheidung, die Arbeit daran müsste jetzt beginnen. Wenn ich aber in mich reinhöre, brauche ich gerade was anderes. Ich möchte mit ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten. Zeit, die er sich offensichtlich genommen hat, denn nach dem Post wurde es erst einmal still um Mark Forster. Vor knapp einem Jahr veröffentlichte er sein letztes Album Musketiere, die Platte erreichte Platz 2 der Charts und war damit ein voller Erfolg. Seither munkeln Fans, wann sie endlich wieder neue Musik ihres Idols hören dürfen. Bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram reagiert er auf das Thema so, dass das hier jede zweite Frage ist, macht mich gerade froh. Anführungszeichen. Ein eindeutiger Zeitpunkt lässt sich dadurch leider nicht erkennen, eine konkretere Antwort hatte er aber auf die Nachfrage, warum es die vergangenen Monate so still um ihn gewesen sei, wollte das gerne so. Fühle mich irgendwie anders und wollte die Zeit haben, das zu erleben. Klingt ein bisschen esoterisch. Ich weiß. Weiter beteuerte er, es geht mir richtig gut und ich arbeite im Stillen. Freue mich sehr, euch bald alles zu zeigen. Es bleibt also spannend. Im TV tritt Carsten Maschmeyer, 63, als knallharter Geschäftsmann auf in zahlreiche Start-ups hat der Unternehmer investiert.
Seit er 2016 als Joro in der Fox-Show Die Höhle der Löwen in Erscheinung tritt. Doch natürlich hat der 63-Jährige auch ein Leben abseits der Kameras. Seit 2009 ist er Finanzunternehmer mit Schauspielerin Veronika Ferris. 57, liiert. 2014 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Im Gespräch mit T-Online. Da gibt Carsten Maschmeyer jetzt selten private Einblicke in seine Beziehung. So plaudert der DHDL-Star unter anderem über die gemeinsamen Abende mit seiner Liebsten. Veronika und ich haben ein Abendritual, sie sagt dann oft, hör mich mal ab. Erzählt er. Die Dialoge auf dem Skript sind in zwei Farben angestrichen. Eine Rolle für sie. Eine für mich. Im Fokus steht dabei das Auswendiglernen, denn der Bremer räumt ein, beim Spielen könnte ich ihr eh nicht helfen. Sie hält mich schauspielerisch für sehr talentfrei. Sie meint, es passt besser, dass ich Reality-TV mache. Anführungszeichen. Michelle Hunziker, 46, könnte nicht glücklicher sein. Im März wurde ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti, 26, zum ersten Mal Mutter und machte die Moderatorin damit zur stolzen Oma. Über ihre neue Rolle hatte sich die Entertainerin schon vor der Geburt viele Gedanken gemacht. Gegenüber Gala verriet sie im November vergangenen Jahres, ich bin immer noch in dem Alter, in dem man eigentlich auch Mama werden könnte, deshalb werde ich eine Mama-Oma sein. Die Freude als Mama-Oma ist der 46-Jährigen anzusehen, ich bin überglücklich, strahlte sie in der italienischen Docshow Famissimo und offenbarte im Gespräch mit Gastgeberin Silvia Doff an in, dass sie bei der Geburt von Enkel Cesare Augusto sogar dabei war. Ich habe gesehen, wie Cesare geboren wurde. Und auch ihr Ex-Mann, Auroras Vater Eros Ramazzotti, 59, ist hin und weg von seiner Opa-Rolle, sogar Großvater Eros ist super aufgeregt. Das Leben ist immer ein Hindernisparcours, aber diese Ereignisse verändern unsere Existenz, erklärte Michelle in der Sendung. Ihren ersten richtigen Einsatz als Oma kann die Dreifachmama kaum erwarten, irgendwann, denke ich, überlassen sie mir das Baby für ein paar Stunden, weil sie Besorgungen machen müssen. Anführungszeichen. Haben Sie die Promi-News verpasst? Hier finden Sie die Promi-News der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Bild.de, T-Online.de, Instagram.com.